Und willkommen zu einem neuen Projekt von mir, und zwar auf einer bisher von mir un-Let's-Playten Plattform, und zwar dem Nintendo 3DS. Und als erstes Spiel habe ich mir dort ausgewählt The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Aber natürlich spielen wir nicht die normale Version, sondern die Master Quest Version. Und um den Ganzen noch die Krone aufzusetzen, machen wir dort einen 3-Herzen-One. Und ich freue mich jetzt schon riesig. Oh. Gut, wählen wir erstmal Namen aus und ganz schlicht, wie eh und je, Xerox und diesmal die letzten 4 Buchstaben in Kleinbuchstaben. Zack. Und ja, ich freue mich, ich bin gespannt, wie es wird. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich, ja, mich anstrengen muss. Denn Master Quest heißt nicht umsonst Master Quest. Es ist wirklich schwierig. Aber gut, wagen wir uns einfach mal dran und beginnen nun ein neues Abenteuer. Es war einst in einem fernen Land. Seit Anbeginn der Zeit wacht der mächtige Dekubaum über die Kinder des Waldes. Jedem der Kokiri schenkt der Wächter eine Fee. Als seine Abgesandten schützen sie jene reinen Herzens. Das Schicksal hat jedoch einen Auserkoren, dessen Bestimmung es ist, den Gesetzen vergangener Zeiten zu entfliehen. Es regnet. Gut, Kenner des Spiels wissen natürlich direkt, was mit dieser Sequenz gemeint ist. Aber lassen wir sie einfach auf uns wirken. Boah, guckt der Böse. Hilfe! Boah, die Grafik, die ist so hammermäßig. Gefällt mir sehr. Navi! Navi, wo bist du? Erscheine! Navi, holde Fee, höre die Worte des Dekubaumes. Spürst du es? Diabolische Kräfte bedrohen unser Land. Die Kreaturen der Nacht sammeln sich, um das Schicksal Hyrules zu besiegeln. Für lange Zeit war der Kokiri-Wald es, der die Schatten des Unheils daran hinderte, das Land zu erobern. Doch nun ist die Konzentration des Bösen so stark, dass meine Kräfte nicht ausreichen, die dunklen Mächte zu bannen. Die Zeit scheint reif, da der Junge ohne Fee seine Bestimmung erfahren soll. Die Jugend und Reinheit des Jungen sollen Hyrule wieder auf den Pfad des Lichtes führen. Navi, geh nun, finde unseren Freund und geleite ihn zu mir. Meine Zeit ist fast vorüber. Mir bleiben nur noch wenige Stunden. Flieg, Navi, flieg! Das Schicksal des Dorfes, gar das der ganzen Welt, liegt in den Händen dieses Jungen. Und da fliegt Navi dahin. Yay! Auf geht's! Gut. Während Navi fliegt, können wir uns schön das Kokiri-Dorf ansehen. Oh, wunderbar. Hallo. Oh ja, und ich sehe es jetzt schon. Master Quest ist natürlich gespiegelt und oh, das ist für mich noch mitunter das größte Problem, denn auch wenn man ganz simpel sich denkt, ach, gespiegelt ist doch nur gespiegelt. Das ist für mich die Hölle. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. Für mich ist es fast so, als würde ich die ganze Welt überhaupt nicht kennen und ich sehe sie zum ersten Mal. Aber wir werden uns da schon irgendwie durchschlagen, hoffe ich. Und da ist Navi auch angekommen. Hallo! Hallo! Xerox, wach auf! Der Dekubaum hat dich zu sich gerufen! Xerox, wach auf! Hallo schon! Hey, los, komm schon! Und sollte die Zukunft Hyrules wirklich in den Händen dieser Schlafmütze liegen? Oh, schlimmer als jeder Wecker. Hilfe!
Eine kleine Fee! Gut, was gibt's? Na endlich, bist du aufgewacht! Ich bin Navi. Der Dekobaum bat mich, dich ab jetzt zu begleiten. Schön, dich kennenzulernen. Der Dekobaum hat dich zu sich befohlen. Steh also endlich auf! Na, wird's bald? Ja, wir stehen auf und ja, würde ich sagen, machen wir uns doch direkt auf den Weg zum Dekobaum, denn wenn er was befiehlt, dann wird es wohl wichtig sein. Unten, der Kokiri-Wald. Und da kommt direkt jemand zu uns. Hallöchen! Guten Morgen, Xerox. Guten Morgen, warte, wir kommen sofort runter. So, was gibt's? Hey, eine Fee. Endlich hast du auch eine Fee, Xerox. Wow, das ist toll. Ich freue mich für dich. Nun bist du ein wahrer Kokiri, Xerox. Ist es wirklich wahr? Der Dekobaum möchte, dass du zu ihm kommst? Es ist eine große Ehre, vor den Dekobaum treten zu dürfen. Ich werde hier auf dich warten. Geh nun, denn der Dekobaum hat dich gerufen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns direkt auf den Weg zum Dekobaum. Nur leider ist das nicht ganz so einfach, wie man denkt. Denn dort steht eine ganz fiese Sau davor, nämlich Mido, der Anführer des Dorfes. Und der sagt einfach mal, ich mag dich nicht, du kommst hier nicht vorbei. Und dann sagt er ein paar Items, die wir finden sollen, die er als utopisch ansieht. Denn er denkt, wir finden sie eh nie, beziehungsweise es gibt sie hier nicht. Aber da machen wir ihm einen Strich durch die Rechnung. Aha, denn wir sehen ja hier einen ganz kleinen Geheimgang. Und da gehen wir direkt mal rein. Schön. Gut, dass ich den auf Anhieb direkt gefunden habe. Obwohl es spiegelverkehrt ist. Zack. Mal sehen, ob wir die Ersten sind, die hier je was gefunden haben. Ein Rubin für uns. Hallöchen. Ein Stein. Hilfe. Ganz schnell hinterher, damit er uns nicht erwischt. Noch hier schnell ein paar Rubine eingesammelt und nach links abgebogen. Und hier haben wir doch was. Aber erstmal ein Schild. Besuche das Haus der allwissenden Brüder, um Antworten auf deine Fragen rund um Items zu bekommen. Wir haben keine Fragen, wir wollen nur den Inhalt. Los, Link, eigne dir den Inhalt an. Das Kokiri-Schwert. Berühre ein komisch aussehendes Zeichen, um das Ausrüstungsmenü aufzurufen. Dies ist eine wertvolle Waffe der Kokiri. Trainiere gut, bevor du deine Mission beginnst. Und dann würde ich sagen, berühren wir doch direkt mal das komisch aussehende Zeichen. Zack! Und hier haben wir ein Schwert. Ein kurzes Schwert, das für ein Kind geeignet ist. Dieses Schwert ist der Schatz der Kokiri. Und jetzt ist es unser Schatz. Yeah! Oh. Und da gibt man Link direkt mal ein Schwert in die Hand. Und dann gibt's sofort Randale hier. Rambazamba. Aber egal, ich würde sagen, wir verschwinden wieder. Verdammt. Ja, der spiegelverkehrte Modus. Ich muss mich noch unbedingt dran gewöhnen. Aber wir sollten das schaffen. Weil normalerweise wäre in der Originalversion rechts jetzt der Geheimgang wieder gewesen. Phew. Einfach mal mein Gehirn ausschalten und einfach meine Augen machen lassen. Obwohl, ich glaube, das würde auch nicht funktionieren. Egal, wir müssen noch Rubine sammeln und wie in alter Zelda-Manier geht man einfach in fremde Häuser und enteignet den Leuten ihr Eigentum. Zack! Hallöchen! 5 Rubine, schön! Und hier sind nochmal 5 Rubine. Ein kleines Herz für uns, es füllt unsere Herzen wieder auf, schön. Und noch ein kleiner Rubin, aber auch Kleinvieh macht Mist, deswegen sollten wir uns nicht darüber beschweren. So. Und natürlich brauchen wir noch ein paar Rubine mehr. Deswegen gehen wir einmal direkt hier hoch. Und hier hinter sind nochmal 5 Rubine deponiert. Schön. Obwohl, warte, ich meine, es gibt doch noch eine Möglichkeit dort oben. Ich probiere mal was aus. Nochmal an 5 Rubine zu kommen. Zack, warte, wo war das Schild? Ah ja, rechts, genau. Ja, 5 Rubine, wunderbar. Gut, dann hätten wir nochmal 5 Rubine eingesackt und können uns weiter auf die Suche nach Rubine machen. Denn insgesamt brauchen wir 40 Stück. Und wofür, das werdet ihr dann gleich noch sehen. Warum habe ich keine Rubine bekommen? Hilfe, ich werde reingelegt. Nochmal, das kann doch nicht angehen. Hä? Nee. Ich fühle mich ein klein wenig verarscht, aber auch nur ein klein wenig. Gut, dann laufen wir halt hier diesen schlimmen Weg lang. Und ich hoffe, ich falle nicht runter. Mit dem Schiebepad ist es ein klein wenig, ja,
Vor allem in dieser Pose ein klein wenig schwierig, genau gerade zu laufen oder gut abzubiegen. Zack, aber wir haben es souverän geschafft und haben wieder 5 Rubine erhalten. Und damit hätten wir eigentlich alles, was wir brauchen. Zack. Komisch, hier gibt's keine. Egal. Wir gehen jetzt in den Laden. Hi, Xerox, schaust du mir herauf? Mit L schaust du mich an und mit A kannst du mit mir reden. Aber wir wollen nicht mit dir reden, denn das wäre ein Tutorial und darauf habe ich keine Lust jetzt. Das wäre nämlich nur Steuerung und von daher gehen wir einfach nochmal schnell hier hinter, sacken nochmal 5 Rubine ein und können uns nun endlich ein Dekoschild kaufen für 40 Rubine. Mit R kannst du ihn einsetzen, um Angriffe abzuwehren. Bei einer Feuerattacke verbrennt er. Oh, egal, kaufen! Der Dekoschild. Berühre den Schild im Ausrüstungsmenü, um ihn auszurüsten. Oder wähle ihn durch Drücken vom Schiebepad aus und drücke dann B, um ihn auszurüsten. Ist das überhaupt das Schiebepad? Ich weiß es gerade gar nicht. Egal! Drücke R, um Angriffe abzuwehren. Drückst du R, während du mit Hilfe von L dein Ziel erfasst, kannst du dich bewegen und dich verteidigen. Möchtest du noch etwas kaufen? Möchten schon, aber ich glaube, unser Geld reicht dafür nicht. Deswegen, ja, verlassen wir einfach wieder den Ort, aber vorher berühren wir wieder unser komisch aussehendes Zeichen und rüsten uns auch den Dekoschild aus. Ein Holzschild in der Größe, passend für Kinder. Er ist leicht und entflammbar. Yay! Gut, dann haben wir uns das auch ausgerüstet und verlassen den Laden wieder. Und jetzt können wir dem Mido mal zeigen, was eine Hake ist. Zack, hier unser Schild und unser Schwert, denn das verlangt er. Aha, und wir haben tatsächlich beides gefunden. Tja, da kannst du nichts mehr sagen. Bevor du zum Dekobaum darfst, musst du dich zunächst mit einem Schwert und einem Schild ausrüsten. Hey, was ist das? Du besitzt ein Dekoschild und auf deinem Rücken trägst du ein Schwert? Unglaublich, ist es in der Tat das Kokiri-Schwert. Heiliger Deko! Wie dem auch sei, ein Weichling bleibt immer ein Weichling. Ich werde dich niemals als einen der unseren akzeptieren. Wie nur kann es sein, dass erst Salia und nun auch der Dekobaum so viel Vertrauen zu dir haben? Tja, weißt du, was ich dazu sage? Ein Weichling bleibt eben immer ein Weichling. Ciao. Gut, ich würde sagen, wir haben uns den Weg hier geebnet und gehen auch direkt mal hier lang. La 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 la. Oh mein Gott, Hilfe! Fleischfressende Pflanzen. Und wir haben einen Dekostab erhalten. Berühre ein anderes komisch aussehendes Zeichen auf dem unteren Bildschirm, um das Itemmenü zu öffnen. Platziere ihn auf 1XY oder 2. Verwende ihn, indem du 1XY oder 2 betätigst, drückst du A, packst du ihn wieder weg. Du kannst nur eine bestimmte Anzahl tragen, also setze sie mit Bedacht ein. Gut, und dann würde ich sagen, berühren wir das andere komisch aussehende Zeichen und rüsten ihn uns aus. Zack! Auf X einfach mal gesetzt. Und holen wir uns noch mehr, natürlich. Wieder ein Dekostab. So. Und einen noch. Zack! Läuft ja wie am Schnürchen. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns direkt noch zum Dekobaum, denn das sollten wir in der Zeit noch schaffen. Dekobaum, ich bin zurückgekehrt. Ich mag den Dekobaum. Der sieht cool aus. Oh, Navi, du hast deinen Auftrag also erfüllt. Sei willkommen, Xerox. Höre nun die Worte, die ich, der Dekobaum, dir zu sagen habe. Die vergangenen Nächte müssen für dich ruhelos und von finsteren Träumen geprägt gewesen sein. In diesen Tagen, da die Diener des Bösen zu neuer Stärke gelangen, werden die Auserwählten von Albträumen geplagt. Dies ist auch dir widerfahren. Xerox, nun ist die Zeit gekommen, da es gilt, deinen Mut zu prüfen. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft sollen mir helfen, den Fluch zu brechen. Hast du den Mut, diese Prüfung auf dich zu nehmen? Na klar haben wir das. Was denkst du denn? So sei es, tritt ein, tapferer Xerox, und auch du, Navi, holde Fee. Unterstütze Xerox, und du, Xerox, höre mit. Ein Feenzeichen? Navis Worte, denn es sind Worte der Weisheit. Es sind Worte, die nerven, ganz ehrlich. Aber egal, wir nehmen den Tipp dankend ein und betreten noch soeben den Dekobaum. Oh. Wir laufen in seinen Schlund.
aber wir vertrauen natürlich dem Dekobaum blind. Ich glaube nicht, dass er uns essen möchte. Der Dekobaum. Schön. Gut, und hier angekommen würde ich sagen, beende ich den ersten Part von Zelda Ocarina of Time Master Quest in 3D. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir uns dann mal hier im Dekobaum ein klein wenig umschauen. Also, ciao!